Tag 19. Ich bin schon nun seit 19 Tagen gestrandet. Seit 19 Tagen bin ich auf der Suche nach Nahrung. Einem Dach über den Kopf. Nach Hilfe. Nach Gleichgesinnten. Nach Menschen, die dasselbe mitgemacht haben, nachdem sie schiffbrüchig wurden. Doch keine Spur. Und was habe ich bisher geschafft? Nach so vielen gerodeten Bäumen? Nach so vielen Wäldern, die ich abholzte, nur um mir einen verbesserten Lebensstandard zu gönnen? Was habe ich bisher geschafft? Nach so vielen Tieren, die ich herzlos ermordete. Nach all den Wildschweinen, die ihr Leben lassen mussten. Für Leder, für Fleisch. Ich habe nichts geschafft. Ich bin ein Versager. Das war ich schon immer. Schon vor der Schifffahrt. Oh nein, es ist schon fast 20 Uhr. Die Kannibalen werden jeden Augenblick kommen. Schnell, ich muss mich verstecken. Schnell auf den Baum da. Oh nein, da kommen die ganzen Kannibalen. Ich sollte mich lieber höher bauen, bevor sie mich noch mit Pfeilen abwerfen. Au! Tag 20. Ich kann nicht länger mit der Schuld leben. Ich beende mein bemitleidenswertes Leben selbst. Los, Tod! Hol mich doch! Tu das, was all die Kannibalen da draußen nicht vollbracht haben! Ich werde jetzt springen. Mach's gut, Welt. Es war schön mit dir. Also dann. Und damit, Leute, willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. Ich hoffe, dieses Intro hat euch gefallen. Ich dachte mir, komm, Alter. Steckst mal ein bisschen Arbeit in sowas rein, weil es ist eigentlich mal eine coole Sache, bei sowas Arbeit reinzustecken. Und ja, ich war kurz vorm Suizid, aber wie gesagt, man stirbt ja nicht. Man bekommt ja keinen Schaden, wenn man im Wasser ist oder wenn man ins Wasser fällt, egal wie hoch. Und da haben wir auch gesehen, wie hoch man sich bauen kann. Ich weiß selber nicht, wie viele Blöcke das sind, aber ist schon ziemlich hoch. Alter. So, kommen wir jetzt von Suizid zu den wichtigen Sachen des Lebens. Und zwar habe ich hier so ein bisschen Stuff gesammelt, könnte man sagen. Und zwar, ihr seht, ich habe jetzt übrigens eine schöne Eisenspitzhacke. Richtig geil. Wir könnten uns noch eine bessere machen, aber wir brauchen dafür Ebony-Holz. Und ich weiß nicht, wo wir das herbekommen, aber wir schauen am besten mal. Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal, dass wir uns eine Rüstung bauen. Wir haben jetzt 29 mal Leder. Und ich würde sagen, am Anfang speichern wir erstmal so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil und knackig. Auf jeden Fall. Deswegen gucken wir jetzt mal, was wir hier noch so machen können. Gucken wir erstmal, wie wir uns überhaupt was craften in Sachen... Hallo? Nicht Controls. Crafting Guide. Dankeschön. So. Ledercap. Alles klar. Machen wir mal. Ich habe mir hier übrigens auch wieder ein Crafting Table hingestellt. Ich hatte ja vorher keins mehr. Jetzt aber wieder ist eins da, meine lieben Freunde. Und... okay. Hätten wir schon mal einen Helm. Jetzt fehlt uns, meine lieben Freunde und Kinderchen, die Tunik. Ich sag dazu mal Pulli. Ne? Tunika sagt man dazu auch, glaube ich. So, wie ging das nochmal? Ich kann mir sowas echt nicht merken. Ich glaube aber so. Jo. Sieht auch wie ein Pulli aus, ne? Würde ich mal sagen. Gut, was jetzt noch fehlt, ist die Hose. Und ich glaube, die ging so, oder? Oder so. Oder so. Ne, das ist die Tunik, immer noch. Okay. Gut, okay, dann schauen wir nochmal weiter. Nein, Steuerung bitte. Mach keinen Scheiß. Ah, okay. So bauen wir uns also eine Hose. Ist zwar aus Leder und sehr billig, aber ey, ganz ehrlich, besser als gar nichts, oder? Gut. Man kann sich auch übrigens nur so, Brain AFK, Alter. Es gibt noch Eisenrüstung, Goldrüstung und Titanrüstung. Ich frage mich.
Moment mal. Moment mal. Es gab ja mal so... Ebony Pickaxes. Wo waren die nochmal? Ich würde gerne mal wissen. Ah, okay. Kleiner Fehler. Und zwar... ich brauche für diese Titanium-Axt auch Titan. Heißt, es sieht für mich eher nach Silber aus, weil, schaut mal, wenn ihr mal da schaut, es sieht schon sehr krass nach Silber aus. Es ist Silber eigentlich. Ne? So von der Aufmachung her. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir Silber finden. Wir haben auf jeden Fall jetzt Rüstung. Wir haben eine Eisen... Spitzhacke. Oh, ich habe gerade wieder nach den Nagel gesucht. Und ja, ich würde sagen, die ziehen wir uns auch einfach mal wieder an. Ich frage mich nur, ob die zeitlich abnutzt. Wenn das so ist, dann behalte ich die lieber erstmal hier im Inventar. Ist, glaube ich, das Bessere, was man machen kann. Okay, ich nehme die Perlen mal mit. Auf unsere große Reise. Und da würde ich noch sagen, bauen wir uns wieder. Unser schönes Crafting Table ab. Packen es nach ganz oben. Das Weizen brauche ich nicht. Wohin damit eigentlich? Ist mir eigentlich voll egal. Ihr seht, ich habe auch wieder außerdem so ein bisschen gefarmt. Und zwar nicht nur Leder, wie ihr seht, sondern auch noch anderen Stuff. Und zwar hier wieder einige Äxte, Spitzhacken. Das läuft auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Okay. So, was haben wir hier noch so, was wir mitnehmen können? Eisenerz auf jeden Fall. Ja, Mann. Das brauchen wir. So, dann die Perlen. Ganz wichtig zum Tauschen. Federn brauche ich nicht. Ich habe sowieso keinen Bogen. Also ist es eigentlich egal. Ich nehme auch mal die Eisen mit. Die Eisen! Zwei Eisen, die ich hier noch habe. Und es verreckt mir hier nicht. Alter. Ja, Level up. Was? Man bekommt durch Level, durch Essen auch Level up, Alter? Wie geil. Lol, ist mir noch nie aufgefallen. Krass. Gut. Ja, wir sind Level 19, ne? Oder? Ne, 18. Das ist auch egal. Macht ja nichts. Gut, ich könnte sonst noch Fleisch mitnehmen. So rohes Fleisch. So quasi als Essensersatz. Zur Not, weißt du, weil ich weiß sonst nicht, was ich jetzt noch einpacken soll. Holz vielleicht noch. Ja, Holz. Machen wir auch direkt mal, würde ich sagen. Und zwar vielleicht das Mangoholz, oder? Komm, nehmen wir das mit, oder? Ja, komm. Packen wir uns. Ich meine, wir werden sowieso noch Steine und so mitnehmen, weil brauchen wir auch einfach. Und wie krass voll unser Inventar einfach ist, ist doch nicht normal. Stein auch noch eben mal schnell. Ja, passt schon. Okay. Jetzt sind wir wieder gerüstet, um in eine neue Welt zu gehen. Wir hoffen das auf jeden Fall mal. Bei so vielen Äxten und so auf jeden Fall, Mann. Die Eisenachse wird auf jeden Fall nur zu Notfällen benutzt. Das heißt, jetzt nicht um jeden Scheiß abzubauen. Ich werde die nicht nutzen, um irgendwie, keine Ahnung, Sand oder so abzubauen. Ich bin doch nicht behindert. So, ich frage mich gerade nur, wo ich bin. So, ich gehe einfach mal raus und schau mal, ob es da vielleicht irgendwo lang geht. Wenn ich gerade in Richtung Norden gehe, dann mache ich das auch mal. Ne, ich gehe gerade in Richtung Osten. Da wollen wir nicht hin. Wir gehen jetzt mal in Richtung Norden. Packen wir uns. Denn da soll es auch viel Stuff geben. Der gute Snorks oder auch Jan oder früher auch Skilloa. Sollte man kennen, ist. Ja, der macht meine Designs und sowas. Der macht meine Kanalbanner. Und der hat mir einen Tipp gegeben. Und zwar soll es nördlich von unserer Heimatinsel aus eine Unterwasserhöhle geben, wo es Stuff gibt. Sehr viel Stuff und guten Stuff. Und das gucken wir uns auch einfach mal an. Ich würde sagen, ich speichere mal. Schau eben nochmal nach, was er geschrieben hat. Aber er meinte wohl unter Wasser irgendwo auf der nördlichen Insel. Und ich glaube, da waren noch irgendwie Haie und so. Deswegen geht mir das wahrscheinlich wieder mega auf den Piss, aber wir gucken mal. Bis gleich. Okay, da wäre ich und es scheint wohl kein Hai hier in der Nähe zu sein. Das ist doch sehr schön. So, wir sind jetzt hier in der nördlichen Area. Was war das denn? Lol. Wir sind jetzt hier in der nördlichen Area, wie wir sehen, und hier irgendwo gibt es was zum Reintauchen. Schauen wir mal.
Ich speichere auch direkt mal, weil ich denke, wir werden die Nacht auch wieder hier verbringen. Wir werden jetzt nicht, nochmal zurückrennen in die Heimatinsel. Das passt schon. So. Es soll nämlich irgendwo eine Fackel geben, die hier leuchtet. Und die führt irgendwie unterhalb zu irgendeinem Bereich. Vielleicht ja hier. Da ist auf jeden Fall Kohle, die können wir abbauen. Sehr schön. Ich würde auch mal sagen, ich stelle hier auch mal eine Fackel auf, wenn wir schon mal hier sind. Um uns einfach mal hier die Sicht zu verbessern. So, gut, sehr schön, da ist auf jeden Fall Eisen. Eisen. Das wäre schön. Kohle. Ich würde gern an Land sein, wenn das geht, bitte. Dankeschön. Okay, hier ist auf jeden Fall eine sehr schöne Kohleader. Die nehmen wir doch glatt mal mit, Mann. Oh ja, das ist eine sehr große Kohleader. Sehr schön. Warum ich jetzt gerade diesen Scheiß abbaue, den ich nicht brauche, in Form von Stein, ist mir ein Rätsel, aber macht ja nichts. Wir haben genug Spitzhacken und falls irgendwas schief gehen sollte, ich habe auch noch Holz dabei und ein Crafting Table, da können wir uns auch zur Not wieder was craften. Das ist kein Problem. Da baue ich mich wieder so ein bisschen in die Höhe und dann ist alles gut. Das ist aber echt eine krasse Kohleader, Alter, das ist sehr schön. Wow. Damit können wir ziemlich krass den Ofen anheizen, das ist sehr schön. Heftiger Scheiß, Alter. Und die Ader hört einfach nicht auf. Das ist sehr schön. Wow. Wenn wir das jetzt nochmal mit Diamanten oder mit Titan hätten oder Silber oder Gold oder was auch immer. Für ein Edelmetall. Krass, es hört einfach nicht auf. Wow. Ey, kann das auch mal aufhören? Ich meine, ich find's ja geil, aber trotzdem. So fucking viel hier. Gut. Packen wir direkt mal die nächste hier rein. Okay, jetzt scheint die Ader aber vorbei zu sein. Ist kein Problem. Oh, da oben ist ja auch noch Kohle. Läuft. Wow. Gut, aber wir sind ja nicht nur wegen der Kohle hier, sondern es gibt ja auch noch, wie der gute Snorks gesagt hat, eine Unterwasserhöhle anscheinend. Mit Stuff drin, mit coolen Stuff. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ist ziemlich cool von dir, ja. Ich frage mich, wo soll das denn sein? Hier oder so? Irgendwo hier? Schau mal an, es geht auf jeden Fall runter. Es geht auf jeden Fall runter hier. Gut, ich würde sagen, ich tauche mal auf. Und schau mal, also er hat geschrieben. Von der Spawninsel aus in der nördlichen Area gibt es eine Fackel in der Insel, wo man einen Eingang suchen muss, welcher teilweise unter Wasser ist. Teilweise, also wir sehen, es ist hier schon unter Wasser. Die Frage ist nur, ob wir hier richtig sind. Ich frage mich auch gerade, müssen wir uns hier irgendwie reingraben oder so? Bitte. Das frage ich mich gerade. Weil es kann echt sein, dass er diesen Bereich meinte oder es kann auch sein, dass ich hier falsch bin. Ich kann da nochmal so ein bisschen rumgucken. Aber es sieht schon ziemlich krass nach dem aus, was er meinte, weil... Wo sonst soll denn noch was sein? Vielleicht eventuell noch hier irgendwo? Da zum Beispiel? Weil er meinte, dass eine Fackel da sein soll. Und ich habe da keine Fackel gesehen, deswegen... Schauen wir mal hier weiter. Und auch hier ist... Wobei, schau mal an. Moment mal. Das Ding ist, ich sehe einfach gar nichts unter Wasser. Das ist einfach schrecklich. Das ist echt nicht geil. Ich würde sagen, ich mache mal die Helligkeit von meinem Bildschirm so ein bisschen höher. Weil ich würde echt gern was erkennen. Ich würde echt so gern was erkennen. Okay, es darf natürlich nicht so hell werden. Muss ich jetzt ein bisschen mit dem Kontrast spielen. Okay, ja, ich weiß halt nicht, ob das okay so ist oder, ich weiß nicht. Jetzt sind wir ja wieder hier. Und da rein muss man, da befindet sich dann irgendwo am Ende eine Kiste mit geilen Stuff. Gut. Wird das irgendwo hier sein? Muss man irgendwie auftauchen oder wie ist das gemeint? Ich sehe halt gar nichts. Es ist... Wow, fuck, 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 fuck,
Shit. Ich werde nicht ruhen, bis ich das gefunden habe, weil es kann doch nicht sein, dass ich hier gar nichts finde, Mann. Wir sollten echt auch Kokosnüsse suchen, weil das wäre echt nicht schlecht. So ein paar nice Kokosnüsse, Alter. Aber hier war auch keine Fackel. Das heißt, er kann das dann natürlich auch dann wieder nicht meinen. Und es wird wieder langsam dunkel. Ach, nein. Der Tag nähert sich wieder dem Ende entgegen. Scheiße. Ich würde auch sagen, ich könnte es ja auch offscreen suchen. Schauen wir mal, ob es da gemeint ist. Das Ding ist einfach auch, wir können bei nachts viel besser die Fackel finden, weil tagsüber ist es auch beschissen. Es ist einfach so. Da war ich hier eben auch schon mal. Okay, da ist auf jeden Fall eine Fackel. Die Frage ist einfach nur, ist die von mir? Ist die Fackel von mir? Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube echt, wir haben ihn. Wir müssen ihn nur noch finden. Wir müssen ihn echt nur noch finden. Ah. Nur wo? Also unterhalb der Fackel ist ja nichts, das sehen wir ja, da ist ja nichts, ne? Frage ist halt, müssen wir hier irgendwo rein? Okay, wir sind jetzt krass unter Wasser. Wir sind ziemlich krass unter Wasser, Alter. Okay, da sind wir hier. Das Ding ist, wir können uns nachts auch nicht von den Kannibalen stören lassen, weil die machen ja eh nichts. Die können ja nicht unter Wasser tauchen. Das heißt, es ist vollkommen egal. Gibt es eine Fackel in der Insel, welche teilweise unter Wasser ist und dann da rein muss? Ich frage mich einfach nur. Ich frage ihn jetzt mal. Ich habe ihn jetzt zwar angeschrieben, aber er antwortet nicht, aber das macht ja nichts. Ich meine, wir müssen ihn auch irgendwie mal selber finden und er ist ja unter Wasser, man muss ja auch irgendwie dann auftauchen. Es ist ja so, es ist ja so. Die Kiste wird hier irgendwo sein und da ist die Fackel mal wieder, okay. Die Fackel hätten wir mal wieder gefunden. Guter Orientierungspunkt auf jeden Fall. Die Frage ist einfach nur, wie tief müssen wir tauchen? Weil ich weiß es ja einfach nicht, ne? Es ist ja so. Ich weiß doch gar nicht, wie tief ich darf und so und ob hier vielleicht irgendwo so ein kleiner Gang ist, wo ich runtertauchen muss oder ob das hier quasi sein wird. Ich weiß es ja nicht. Vor allem, wie will man hier so einen Gang verstecken? Ich verstehe das nicht. Okay, und es wird dunkel. Das ist nicht so ganz geil. Ich speichere mal. Ich verlasse die Insel nicht, ehe wir das gefunden haben. Ohne Scheiß. Ich habe da so Interesse dran, das zu finden. Vielleicht irgendwie von da aus oder so. Es geht auf jeden Fall weiter, oder? Komm ich... Wo bin ich? Hallo? Ey! Chill! Alter! Wow! Es kann ja auch nicht so weit weg von der Fackel sein, oder? Was meint ihr? Ich weiß aber gar nicht, ob man sich irgendwie reinarbeiten muss. Wie gesagt, es ist komplett random und komisch. So, ich würde sagen, ich tauche mal auf. Ess mir ein bisschen was. Was? Wow. Ich sollte was zu essen. Ich sollte echt was zu essen farmen, Alter. Ich brauche Kokosnüsse. Ganz schnell. Das Fleisch nimmt mir meine Flüssigkeit aus dem Körper. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Scheiße, gleich kommen die Kannibalen. Fuck. Okay, ich tauche jetzt direkt wieder runter. Die müssen jetzt gleich sofort kommen. Jeden Moment. So, und wieder runter da. Da kommen sie. Scheiße. Ich werde elendig ertrinken, Alter. Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich? Fuck, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und scheiße, wo bin ich? Ich sehe auch gar nichts mehr, Alter.
Ey, Alter, das ist doch unnormal. Wo sind die überhaupt? Ach, du Kacke. Scheißdreck. Und das. Oh, fick dich doch. Jetzt auf einmal kommt ein Hai, ja? Eben aber nicht. Scheiß, fick dich doch. Oh, und jetzt fangen die Lecks wieder an. Jetzt geht das wieder los. Shit. Dabei dachte ich jetzt, ich hätte diesen Eingang gefunden. Verdammt. Schade drum, ey. Sehr schade. Was ist da? Was haben wir da für Früchte? Alter, diese Lags, Mann. Oh mein Gott. So, da sehe ich auf jeden Fall, dass da was leuchtet. Das ist ja meine Stelle. Das ist ja meine Fackelstelle. So. Ich speichere mal. Ich finde einfach diese Höhle nicht. Liegt es daran, dass ich irgendwie meinen Bildschirm doch zu hell eingestellt habe? Ich habe keine Ahnung. Weil wenn ich ihn zu dunkel einstelle, dann ist auch scheiße. Dann erkenne ich auch gar nichts. Gucken wir mal. Die Frage ist halt einfach, war das hier? Muss man hier irgendwie runtertauchen oder so? Wie kam ich da nochmal hin? Hey, ohne Scheiß, ich bin überfragt. Ah, hier wahrscheinlich. Oder? Ne, hier bin ich wieder draußen, ne? Ach du Kacke. Ach du Kacke, wo kommst du denn einfach mal her? Alter. Scheiße, ich finde den Weg zur Fackel nicht mehr. Damn. Nix gut. Boah, das muss hier sein, das muss da sein, das muss hier irgendwo hier sein. Obwohl, hier war ich ja auch schon, oder nicht? Ja. Scheiße. Dreck, Dreck, fuck. Wie komme ich hier wieder raus? Fuck, ich bin eingekesselt. Scheiße. Was macht das Huhn da? Das Huhn ist mir keine Hilfe. Alter. Fuck, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Aber ganz schnell. Scheiße. Hallo? Ey, die kesseln mich ein. Ich habe einfach keine Chance. Diese Lags machen es auch nicht besser. Ja, geil, weißt du? So nach dem Motto, wenn der Gegner am Boden liegt, fängt der Kampf erst richtig an, weißt du? Immer schön drauf da, immer drauf kloppen da. Oh. Leute, ich habe die Stelle endlich gefunden, Alter. Endlich. Wisst ihr, ich habe die ganze Zeit hier runtergetaucht und da hinten gesucht, weil es geht hier auch noch runter. Und es geht wirklich sehr steil da unten und da geht es noch da lang und ich dachte echt, dass es da hinten sein würde, aber der gute Snorks hat mir gesagt, es ist leicht hinter oder leicht links von hier und auch links von der Fackel und ja, da habe ich hier so ein bisschen rumgesucht und habe dann etwas gefunden und zwar so einen kleinen Gang und zwar genau hier, ihr seht den auch gerade, richtig gut versteckt, also ich kam da echt nicht drauf, ich sammle mir da eben schnell die Fackeln ein, ne? Alter, das hat aber auch lang gedauert, ne? Ihr wisst nicht, in was für eine Aufnahme ich gerade hänge, Alter. Das ist eine... Die ist bestimmt schon übel lange. Ich sag dem guten Snorks auch, dass ich die schon gefunden habe. Also alles gut. Alter, das ist aber auch eine Scheiße, ne? Das ist, boah, so eine Sucherei, ne? Alter. So, auf jeden Fall geht's hier runter. Dann taucht man auf. Dann sieht man, dass es hier weitergeht. Na, hier ist eine Sackgasse quasi. Aber der richtige Weg ist genau hier. Und da sehen wir auch schon die Truhe. Was für ein Versteck, Alter. Krass, Mann. Ergebt euch das mal. Diamant. Wow. Dreimal Gold. Krass, wir können uns eine Goldspitzhacke machen. Wie geil. Oh, geil, Alter. Okay, gut, gut. Ich würde sagen, ich packe mir eben nur schnell die ganzen Utensilien ein. Also hier die ganzen Sachen, die ich gefarmt habe. Und auch die... Ja, ich muss mal gucken, was ich hier aussortiere. Auf jeden Fall, krass. Wir haben es gefunden, Alter. Wir haben es gefunden. Sehr schön. Dann packen wir uns mal die schönen Sachen ein. Oh. Ich lasse das Fleisch mal hier. Das Doofe ist halt einfach nur, dass wir hier ständig uns die Sachen so reinlegen müssen. Haizähne, Alter. So richtig krass, Mann. Ey, ich habe hier auch übrigens die ganze Nacht drüber gesessen und ihr seht doch, es ist wieder Tag, was auch heißt, dass,
dass ich hier schon echt lang war. Also, ich habe hier wieder eine Nacht lang quasi so auch rumgesucht, ja, klar, aber auch wirklich ständig versteckt und boah, was für eine Scheiße, Alter. Da müssen wir mal schauen, was wir aus diesen Diamanten machen können, Alter, richtig krass. Wow. Ey, Snorks, vielen Dank für den Tipp, Alter. Richtig krass. Das Fleisch können wir da lassen, das brauchen wir nicht, den Scheiß. Scheiß Fleisch. Das Fleisch ist heiß. So, da würde ich sagen, fackeln wir auch mal die Fackel ab, richtig. Wir packen die mal ein. So. Gut, dann hätten wir das, was wir hier auf dieser Insel wollten. Mehr gibt's hier auch nicht zu sehen. Und da würde ich sagen, erkunden wir im nächsten Part mal eine andere Insel. Und das wird auch eine Insel sein, in der auch wieder Ureinwohner sein werden. Nur ich werde es halt wieder zu dieser zu dem Abteil der Insel gehen, wo ich meine Fackeln aufgestellt habe. Die würde ich schon gerne wieder mitnehmen, ne? Klar. Die würde ich echt gerne wieder mitnehmen. Wobei, ich hätte jetzt eigentlich genug Kohle, um den Stuff einfach dafür auszugeben, um ihn, um daraus Fackeln herzustellen. Aber heute nicht. Heute nicht. Und wo habe ich eben Schaden gefressen? Lol. Es wäre auch so mal so richtig geil, wenn wir hier so eine... Ach, hör doch auf. Wenn wir hier so eine Eisenader finden würden. Das wäre so richtig geil. So auf dem Land, weißt du? Das wäre richtig geil. Gut, ey, ich meine, wir haben 44 Kohle. Ich glaube, das reicht für 44 Fackeln. Also alles easy, Alter. Alles easy. Wir müssen halt echt nur schauen, dass wir jetzt vor Einbruch der Nacht diesen Scheiß finden, den wir am Anfang des Parts erreicht haben. Yes, man. That's right, man. Yes, man. I do it, man. Hi, Alter. Dich fick ich auch noch. Pass mal auf, ey. Sobald ich irgendwas Krasses wieder am Start habe, dann fick ich dich. Du wirst so vermöbelt. Wo bin ich denn überhaupt? Ich sollte mir vielleicht auch wieder eine Karte bauen. So eine Local Map, Alter. Mit der ich auch wieder so ein bisschen rumschauen könnte. Limeberries, yay! Gut, kann ich denn hier so einen kleinen Orientierungspunkt finden? In welche Richtung gehe ich überhaupt? Jetzt gerade nördlich oder wie sieht's aus? Ich finde hier einfach gar nichts, ne? Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Scheiße! Ich töte mich noch selber, ne? Ohne Scheiß. Ey, wo ist denn diese Scheiße mit der Fackel? Hallo? Ich finde sie einfach nicht. Da ist ein Hai. Da machen wir ganz schnell die Biege. Speichern nochmal eben ganz schnell. Meine Aufnahme geht ungelogen eine Stunde. Also inklusive des Geskripteten, was am Anfang des Parts war, ne? Da verging auch nochmal ein bisschen Zeit. Aber trotzdem über eine Stunde, Alter. Über eine Stunde. Puh. Ich glaube irgendwie, es ging da unten irgendwie weiter zu dem... Oder? Wie kam ich denn nochmal dahin? Hallo? Wo habe ich denn die Fackeln aufgestellt? Ging es da vielleicht lang? Eventuell? Da ist auch nur Kohle. Hm. Ich frage mich, sind wir blind oder wie sieht's aus? Ich meine, schaut euch das doch mal an. Es ist doch hier eigentlich ziemlich... Hm. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich gehe mal, ich habe eine Vermutung und zwar, kann ich hier lang? Ich kann da lang, was bringt mir das denn? Oder kann ich da lang? Ich will es nicht ausprobieren, ich will es echt nicht ausprobieren. Lass mal. Oh, ich schaffe gar nichts. Wir haben zwar die Truhe gefunden, aber das war's dann auch, ne? Aber ich finde, sowas muss mal sein. Ne, man schafft nicht immer viel in einem Part, das ist halt einfach so. Es gibt halt auch Parts, da suchst du einfach nur dumm rum. Ist ja halt blind, ne? Ich meine, dafür kann ich auch wenig was, ne? Da müsste das eben auch mal durchstehen. So, ich tauche mal hier auf, würde ich sagen. Wir sind hier. Schon wieder so weit draußen. Ach komm, mach doch keinen Scheiß. Bin ich überhaupt, Mann? Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Alter. Krass, Mann. Äh.
Nein, nein, nein. Oh, hör doch auf. Immer dieser scheiß Schaden, den man durch diesen Fallschaden bekommt, Mann. Toll, wisst ihr, wo ich bin? Wisst ihr es? Ich bin einfach da, wo ich eben auch schon rumgeguckt habe, Alter. So richtig dämlich. Derp. Aber ich meine, man muss doch hier irgendwie mal meine Fackeln finden. Ich meine, die leuchten doch. Ich würde ansonsten sagen, scheiß auf die Fackeln, aber mir geht's ums Prinzip, weißt du? Ich lasse meine Familie nicht zurück. So ist das. Ich glaube, ich hab sie. Endlich, Mann. Oh mein Gott, das hat lange gedauert, ey. Das hat arschlang gedauert. Es tut mir leid, Leute. Meine Fresse. So, geht's da irgendwie irgendwo lang? Wo geht's denn da lang? Lol. Wo geht's denn hier lang? Soll mich das auch irgendwo hinführen? Nee, oder? Oder habe ich hier die Kohle abgebaut, oder? Ja, ich glaube, ich habe hier die Kohle abgebaut. Ich bin so dumm, Alter. Ich denke schon wieder, ich hätte irgendein Secret gefunden. Oh Mann. Dumm. Gut, scheiße, es wird wieder Nacht. Ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar genau südlich der Heimatinsel, weil da bin ich ziemlich sicher, dass es dort auch eine Ureinwohner geben soll. Südlich der Heimatinsel. Ich bin mir ziemlich sicher. Und bis dann würde ich sagen, das war's für den Part. Macht's gut. Haut rein. Ciao.